Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Heute mal wieder, was heißt mal wieder, habe ich erst einmal aufgenommen oder zweimal, ja zweimal, eine Runde Mining World. Ich hoffe, ich verkacke dieses Mal nicht genauso wie sonst immer. Und Minecraft Sound ist ein bisschen laut, oder? Naja, gut, geht. Gut, eine fehlt noch. Socken, endlich. Also ich weiß, so seit gefühlt 10 Minuten hier schon. Und wir haben einen relativ nicen Start erwischt. Ja, einen relativ sehr nicen Start. Hier ist jede Menge Eisen. Ich werde mal versuchen, komplett auf PvP zu skillen. Und zu rasieren. Ich weiß, ich habe das schon mal probiert. Bin da ein bisschen gescheitert wegen Hacking und noch Skill von mir. Lol, du hast plötzlich Rakete in der Hand. Achso, ich bin. Ah ja, genau. Ich habe so eine coole Tastenbelegung jetzt auf meiner Maus mit 1 bis 3, sodass ich dann an meiner Maus, an den Maustasten direkt an der Seite dran in meinem Inventar rumswitchen kann. Das ist übelst praktisch im PvP. Gut, mal gucken. Noch irgendwo hier schnelle Punkte. Nee, aber überall Dias. Okay. PvP, zack, zack, zack. Gut. Ich würde sagen, ich guck mal, ob ich mir hier irgendwo noch einen Punkt, noch einen Skillpoint snacken kann. Ansonsten, ja, zum Beispiel hier. Das muss ich mir jetzt erstmal noch gönnen. Also das Eisen hier. Der erste wurde schon getötet, lol. Da muss jemand aber entweder ganz schön PvP-Skill haben oder richtig hart reinhacken. Ich meine, am Anfang, wenn man maximal 5 ist, jemanden mit 20 Herzen, also jemanden zu töten und danach immer noch 10 Herzen und 20 Leben zu haben, ja, das ist schon nicht ohne. Vielleicht war der andere auch AFK oder einfach nur extrem schlecht, man weiß es nicht. Okay, aber ich glaube, es läuft gerade richtig gut, also ich bin jetzt schon Level 6 gleich. Müsste eigentlich jeden Moment Level 6 werden, ja, jetzt zum Beispiel. Hab auch schon 45 Punkte, was eigentlich nichts ist. Ich guck mal, vielleicht kommt ein Meteor diese Runde, dann gehen wir auf jeden Fall zum Meteor. Ansonsten gehe ich natürlich auf PvP. Und wo ich gerade beim Thema Meteor bin, perfekte Überleitung, möchte ich jetzt nochmal auf mein neues Projekt verweisen, Minecraft Magma. Das ist vor 3 Tagen gestartet, hat relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen und ich habe auch im Projekt, konnte ich nicht so ganz die Emotionen von dem Projekt übermitteln. Also es wird so sein, dass ein Bau einer Adventure-Map. Und am Ende jeder Folge wird dann bestimmt, oder in den Kommentaren bestimmt, was als nächstes in der Adventure-Map passieren soll. Das heißt, da können alle Vorschläge rein. Ich kann auch versuchen, mit Rüstungsständen irgendwelche Bots zu machen. Das heißt, man könnte versuchen, Singleplayer-PvP zu bauen. Das wäre mal eine nice Herausforderung, die ich sehr gerne annehmen würde. Mal gucken, wie sich das dann so verhält. Ich verlinke euch das Video jetzt hier auch mal, falls ihr euch das angucken wollt. Aber jetzt unbedingt konzentrieren auf Mining World. Sharpness noch upgraden. Jetzt habe ich noch 2 Skill Points. Ich gönne mir einmal Haste. Und was kann ich mir noch gönnen? Komm, Protection ist immer gut. Und soweit ich weiß, war da oben gerade ein Spieler. Mal gucken, ob wir uns den dann schon gönnen können. Da, 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 da. Hier hoch irgendwo. Genau. Zack, zack, zack. Immer schön sneaken, dass der nicht sieht, dass wir zu ihm hochkommen. Wenn wir ihn gekriegt haben, falls er noch da oben ist, dann werde ich mich, na gut, ist ein bisschen großflächig hier, dann kümmere ich mich doch erstmal hier um das Eisen und gucke dann, ob ich einen Player Detector oder wie das heißt, finde, so einen coolen Kompass, der mir dann anzeigt, wo die Spieler sind. Ich sehe natürlich, jetzt kommt gleich ein Meteor, dann gönne ich mir natürlich erstmal den. Ach, na, ist schon Level 8, das heißt, wir können uns gleich Eisenrüstung holen, das wird dann epic. Level 8, 8,5. Oh, immer diese wildische Geräusche, wenn man so einen Mining World Token bekommt. Ich war am Anfang total verwirrt wegen den wildischen Geräuschen. Es war so, ich baue Eisenerz ab, auf einmal Villager Geräusch. Dann ist es so, hä? Was? Wo ist denn jetzt hier ein Villager? Stell dir vor, wie geil es wäre, wenn man hier einfach mit Villagern traden könnte. So, zack. Jetzt habe ich hier ein Schärfe 7 Schwert in der Mining World. Das wäre ein bisschen OP.
Obwohl, nee, Schärfe 7, warte. Schärfe 3. Schärfe 7 kriegt man durch Villager-Trades, glaube ich, nicht hin. Ah, jetzt bin ich Level 10. Hab 3 Skill-Points. Upgrade. Upgrade ich mal noch das. Und da kommt der Meteor. Okay, bei minus, bei 1600. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Und minus 1070. Das heißt, ich muss eine Menge in diese Richtung laufen. Ah, guck mal. Da höre ich gerade einen Spieler sich lang bauen. Der versucht jetzt bestimmt auch noch da zu kommen. Na, mal sehen. Vielleicht treffen wir den ja. Ich muss auf jeden Fall genau da. 1600. Rennen wir erstmal zu den 1600 Koordinaten. Boah, hier ist es ja mega dunkel. Rakete! Wuhu! Okay, 1600, 1500 sind wir schon. Ich laufe mal ein bisschen nach da, dass man ein bisschen mehr sehen kann in der Aufnahme dann. Rocket ready to use, jetzt. Perfekt. Oh, immer diese Lichtbugs, die sind so hässlich. Von jetzt auf jetzt ist es plötzlich super krass dunkel, sodass man gar nichts mehr sieht. So. Ah, hier baut sich auch schon jemand hoch. Feine Sache. Das heißt, ich kann seine Sachen mit benutzen. Nein! Ah, Block MLG. Schade. Ich dachte schon. Wäre ja zu schön, dass ich einen MLG-Move hinkriegen würde. Aber das ist gut. Das heißt, ich brauche nicht so viele Building-Blöcke. So. Er hat auch seine Rakete. Ist nicht mein Ernst, oder? Das habe ich jetzt nicht wirklich geschafft. Okay. Okay. Ich bin nicht gut, ich weiß. Ich weiß. Das müsste jetzt noch 200 Blöcke sein. Nicht mehr so weit. Hier mal noch ein bisschen Holz abbauen. Dann kann ich von hier oben beginnen zu bauen. Komme ich jetzt noch insgesamt 18 Blöcke nach oben. Ich hoffe einfach mal, dass das ausreicht. Und dass der Typ dort sich jetzt nicht schon so hoch gelevelt hat, dass ich überhaupt keine Chance mehr habe im PvP gegen ihn. Jetzt komm, Rocket. Du enttäuschst mich nicht. Yes. Schafft. Gut. Noch ein paar hundert Blöcke. Bis nach drüben. Los, komm. Ich muss hier doch irgendwie hochkommen. Ja, komm ich auch. Sehr nice. So. Hui. 1070. Ach nee, warte mal, doch, stimmt. Nach da muss ich. Minus 1070, da bin ich gleich. Rocket ready to use, go. Jetzt kann ich hier schön auf den Dächern rumspringen. Jetzt müsste ich gleich an der Stelle sein. Ja, perfekt. Da kommt der Meteor. Da hat sich da drüben auch jemand drüber gebaut. Oder kommt das von mir? Ja, vermutlich eher von mir. Ah nee, guck mal, da ist der Typ. So, oha, der hat Fire Aspect drauf. Warte, ich will hier weg. So, Goldapfel essen. Wo ist er? Da. Der tötet mich jetzt, aber safe. Der hat richtig krass PvP geskillt. Er wird mich... What the fuck? Ich verbrenne einfach noch. Nein. Oh nein, wie lächerlich ist denn das? Ich hab ihn gekriegt. Und dann ist er einfach... Dann bin ich am Feuerschaden gestorben. Och Mann, nein. Na gut, aber wir haben ein paar XPs bekommen, oder? Haben wir? Ja, 39. Das ist nicht wirklich viel. Ah, schade, schade, schade. Aber das war echt nice. Hätte ich einen Hit mehr rausgekriegt und er einen weniger, dann hätte ich das so cool geschafft, aber... Naja, ich habe eigentlich auch nicht wirklich damit gerechnet. Ich habe seit, ich weiß nicht wann, kein ordentliches Mining-World-Game mehr gekriegt, weil ich immer gestorben bin. In den meisten Fällen auch sehr, sehr dumm. Na gut, dann zeige ich euch mal ein paar andere nette Sachen noch, abgesehen davon, dass ich mir jetzt erstmal einen OP-Apfel kaufe. Alle 2 Stunden gehe ich mir jetzt einen holen. Zack, yes, go. Jetzt gehe ich wie immer wieder auf Falkensinsel. Na super, jetzt habe ich... Ach so, Caps Lock. Mhm. Ich spiele momentan komplett auf Falkensinsel, weil meine einfach nicht mehr sicher ist. Gut, 3 OP-Gold-Äpfel habe ich übrigens. Ich habe mein Rüstungszeug ja alles verloren.
Inzwischen habe ich wieder Head und Body of the Immortal und spare mir das jetzt mal ein bisschen zusammen. Was ihr noch seht, hier vorne ist jetzt eine zweite Kiste entstanden, aber aus Eichenholz. Diese Kiste hier drüben ist nahezu fertig. Innen drinne, das ist auch ziemlich, ziemlich nice und sehr, sehr teuer und aufwendig, ist inzwischen alles mit Hoppern ausgefüllt. Das heißt, egal wo hier irgendwas runterdroppt, in den Kisten wird es eingesammelt. Wir haben für das Opening auch extrem viel weiter gesammelt. Aber das Beste kommt noch. Wir haben nämlich jetzt hier Enderman-Spawner. Ich habe hier auch bereits 1000 Enderperlen zusammengefarmt und hier noch so ein bisschen für den Eigengebrauch. Die 1000 versuche ich irgendwie zu verkaufen für 2 bis 3 Millionen. Davon will ich mir dann nochmal einen finanzieren, also sodass wir hier genug Enderman-Spawner haben, um uns da auf jeden Fall lebenslänglich mit Enderperlen versorgen zu können. Ihr seht, die spawnen hier auch relativ schnell. Also jetzt sind es 2 und man muss halt bedenken, dass Endermans sehr, sehr wertvoll sind. Und dass so ein Stack Enderperlen für 50k rausgeht. Also hier drinne in diesen Kisten liegen so 3,7 Millionen an Enderperlen. Wenn man da jetzt sagt, okay, zack, 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 so schnell spawnen die, das würde ja gar nicht gehen. Deswegen, sie spawnen relativ schnell. Halt so mit 2 und 2er Rhythmen. Und ihr seht, man bekommt da jetzt easy mal 2 Stacks Enderperlen raus. Das heißt, ich habe jetzt 100k gefarmt, während ich das erklärt habe. Der Grinder dazu ist auch ziemlich leicht. Ich wurde gebeten, die Grinder einfach mal zu zeigen. Das besteht aus einem ganz simplen Prinzip. Ich zeige das am besten hier am Iron Golem Spawner. Man hat, obwohl, ne, Iron Golem Spawner sieht man nicht so gut. Egal. Man hat diese Spawnfläche und dann platziert man an der Randfläche Wasser und ja, an den Randflächen Wasser, außer in einer Ecke. In einer Ecke baut man erst so ein 2x2 Quadrat nach oben. Sonst würde sich dann unendliche Quelle bilden und baut dann drumrum das Wasser, sodass ja, diese Ecke hier frei bleibt. Im Nachhinein kann man dann oben drauf noch ein Wasser platzieren. Allerdings sollte man halt echt aufpassen, denn so eine unendliche Wasserquelle ist nicht so fein in einem Grinder. Yay, Enderperle geused, weil ich zurückgebackt bin. Also falsch geused. Gut, ich würde sagen, ich stelle mich hier mal kurz AFK. Mach mal so einen Test. 5 Minuten AFK stehen, wie viele Endermans kommen. Ihr seht, die 5 Minuten sind um. Ich habe jede Menge MSGs bekommen und irgendwelche Inseleinladungen. Na gut, bin ja gewohnt, dass ich das immer bekomme. 35 Endermans sind gespawnt, aber ich habe ja noch eine halbe Minute Zeit. Ich laufe, glaube ich, aber bei 15 Sekunden etwa schon mal los, dass ich nicht gekickt werde. Ich kann auch mal hier Rage aktivieren. Rage, komm. Rage. Ja, go. Speed. Hui. Genau. Einmal schön drumherum rennen. Es sind, ja, sagen wir mal grob 40 Endermans gespawnt in 5 Minuten, ne? Jetzt können wir mal gucken, wie viel bekommt man da so raus. Slay aktivieren. Mal sehen, ob ich überhaupt in einem Slay schaffe. Immer schön auf die Füße schlagen, dann kann man hier besser killen. Also, wenn man den Körper reinsteckt, dann ist die Hitbox nicht im Weg, wenn die umkippen. So wie es jetzt irgendwie gerade der Fall ist, genauso. Tatsächlich habe ich sie nicht mal alle mit einem Slay gekriegt. Ich habe die Hälfte bekommen. Okay. Dann aktiviere ich mal Insight. Damit bekomme ich nochmal Zusatz-XP. Wie ihr seht, ich bin auch Level 114. Das ist richtig, richtig krass. Ich brauche 120 XP-Level. Denn wir haben so ein schönes Konfetti-Sword, Konfetti 10, beziehungsweise Piken hat das. Und um das herunter zu enchanten, kostet es halt 120 XP-Level. Und die farmen wir, beziehungsweise farme ich gerade dafür zusammen. Mal gucken, wie lange dauert Slay noch. Noch 22 Sekunden, ne? Ja, gut. Dauert dann wohl doch länger, als ich dachte. Ah ja, so ein bisschen. Nein, ich habe den Bleeding gegeben. Wenn ich den Bleeding gebe, dann porten die sich immer random weg. Da sind sie jetzt. 9 Endermänner stehen hier einfach mal so draußen rum. Egal. Das Witzige ist, wenn jetzt hier Endermänner spawnen, dann müssten die ja theoretisch hier dazu gepackt werden. Ich töte die lieber schnell. Ja, perfekt. Dann können wir mal gucken. Wir gehen davon aus, dass ein Stack 50k wert ist. Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, warte, ich mach so hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7, fast 8 mal 50 sind 300 bis 400k in 10 Minuten bekommen. Außerdem läuft nebenbei hier noch der Iron Golem Spawner. Damit haben wir auch nochmal 10 bis 11 Stacks Eisen dazu bekommen, was man auch mal verkaufen kann. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, ein Eisen ist 75 wert, das mal 64 und mal 10, dann sind das nochmal 50k. Das heißt, man kann sagen, wenn man sich hier 5 Minuten AFK hinstellt, dann hat man 400k so in etwa. Und das ist eine Menge. Also eine ganze Menge. Ich habe hier unten noch Enderperlen vergessen rauszuholen. Da kommen nochmal 100k mehr. Also man kann sagen, eine halbe Million pro 5 Minuten, wenn man aktiv farmt und die Enderperlen für einen guten Preis los wird. Und ich würde sagen, das ist schon ein guter Preis. Das heißt, du stellst dich hier 2 Stunden hin, hast 10 Millionen. Und danach geht es ja auch immer schneller. Das heißt, das wird hier so ein riesiger, krasser Grinder werden. Ich freue mich da schon so übelst drauf, wenn hier Endermänner spawnen, so 5, danach sind es 10, 20, wenn die so in 5er bis 10er Abständen spawnen, das wäre so, so krass. So ein Infinite Enderman Grinder, das ist eigentlich das Ziel. Das heißt, dass du die Endermans schneller tötest, als du, dass die schneller spawnen, als du sie töten kannst, das wäre so krass. Also jetzt abgesehen von Slay, mit Slay kann man das natürlich immer machen, aber naja gut. Hä, habe ich irgendwie nur eine Enderperle bekommen oder sind die anderen in Kisten gelandet? Ah, da. Gut, ich dachte jetzt schon. Nur eine Enderperle, was ist denn da los? Gut, ich würde sagen, das war's dann auch von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.